Ja, das frage ich mich auch. Deshalb herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Until Dawn hier auf meinem Kanal. Danke, dass du wieder eingeschaltet. Wir sind mit Ashley und mit Chris unterwegs. Ein Schlüssel. Na bitte. Da ist es schon wieder. Oh mein Gott. Oh, das ist. Siehst du? Das ist. Du siehst es, du! Ich weiß nicht. Ich. Das ist völlig verrückt. Chris, es zeigt uns den Weg. Okay. Komm, lauf mal einen Schritt zu. Ja, wie gesagt, letzten Folge, ich glaube, letzte Folge war es, haben wir. Oh. Da, Chris! Man sieht's durch die Fenster. Was denn? Mini-Einrichtung? Nein! Eine ganze Szene mit Puppen und so. Ja. Alter. Krass ist das denn? Ich glaube, da passt der Schlüssel rein, oder? Und hier? Ja. Der kleine Schlüssel? Ich hab's dir ja gesagt, der Geist will uns helfen. Alter Schwede. Wie krank ist das denn? Was ist denn hier los? Oh Gott. Gangbang. Sieht fast aus. Nicht nur fast, das seid ihr. Im Versteck, wartet auf Hannah. Letztes Jahr. Aber es ist genau, ich meine, genau da habe ich gesessen. Und da war Matt und... Das hat jemand aufgebaut, der dabei war. Oder jemand, oder etwas, das uns beobachtet hat. Vielleicht ist es eine Warnung. Ich glaube, jemand hat das aufgebaut, um uns zu erschrecken. Nein, es war bestimmt der Geist. Das heißt, der Irre ist der Mörder von Hannah und Beth. Nein, das ist dieses Dreckschwein. Der treibt hier seine Spielchen mit uns. Warum sollte er das hier inszenieren, Chris? Er will uns sagen, dass er uns alle auch noch erwischen wird. What the fuck? Da ist ein Monitor angebracht. Das Tagebuch von Beth. Hannahs Tagebuch. Ja, Hannah, genau. Oh, warte mal. Mama hätte endlich ja gesagt. Die Einladungen sind raus, die Party findet statt. Ich hasse diese Warterei. Bis jetzt haben Ash, Matt und Sam definitiv noch nichts von Mike. Oh. Mein Gott, Mike hat zugesagt. Er hat Josh heute angerufen. Okay. Ich glaube, sie war ein bisschen in Mike verliebt. Juhu, morgen steigt die Party, werden alle zusammen hier sind, auf dem Berg, das wird so super. Kaminfeuer und Whirlpool und oh mein Gott, Mike, ich bin so begeistert, dass er hier sein wird. Ich kann das nicht lesen. Es ist zu traurig, Chris. Ich muss aufhören, an ihn zu denken. Der ist da noch oben. What the fuck, was? Achso, jetzt ist die Tür da hinten aufgegangen. Das kam von da hinten. So, ja. Das hat man ja schon. So, ist noch hier irgendwas? Warum ist denn eigentlich der Baseballschläger da auf einmal weg? Das verstehe ich gar nicht. Da stand doch vorhin noch hier, als Sam hier lang gerannt ist. Wo ist der denn hinten? Aber schön, dass der Mörder oder wenn man das war, da wieder aufgeräumt hat und das Regal wieder hingestellt hat. Finde ich gut. Okay, dann gehen wir mal dahinter. Hallo, ich bin zu Hause. Nee, okay. What the fuck? Nichts da. Aber du hast ihn gesehen, Chris. In echt. Da war irgendwas. Aber wo ist es hin? Oh, Mann. Hey, sieh mal hier. Sieht neuer aus als das ganze andere Zeug. Ein Katalog für Industrie.
Industrieglühbirnen? Was hat der hier verloren? Da! Eine Glühbirne ist eingekreist. Das ist eine starke Birne. Vor Projektoren. Okay. Achso. Er hat gesagt. Achso, okay. Das ist nur ein Update gewesen. Ashley hat die Schere genommen. Da liegt noch was. Und da denkt man, gruseliger geht's nicht mehr. Shit! What the fuck? Ich glaube, das war der Turm, der da jetzt abgestürzt ist. Chris, ich glaube, ich will nicht weitergehen. Doch, willst du. Wo in aller Welt sind wir hier? Soll das ein Witz sein? Wusstest du von dem hier? Das ist ein komplett anderes Hotel. Ich hatte keine Ahnung davon. Krass. Dass sie sich aber auch nicht mal in Wechselklamotten angezogen hat. Da ist immer noch das Blut von Josh da dran. Ich glaube, ich halte das nicht mehr aus. Ja, ich habe mein Limit auch erreicht. Ich habe doch nur versucht zu vergessen, dass letztes Jahr je passiert ist. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Hannah sich gedacht hat. Ja, tja. Du weißt, wie das ist, wenn man sich in jemanden verknallt. Toll. Also im Grunde sagst du, wir hätten eine verletzliche Freundin in eine schlimme Situation gebracht und deshalb konnte sie gar nicht anders als weglaufen. Wir haben sie blamiert. Wenn du's wärst. Meinst du nicht, du wärst auch weggerannt? Ich meine, wer lässt sich gern verarschen? Mich verarscht hier niemand. Das denkst du. Was? Wir haben sie voll lächerlich gemacht. Vor all ihren Freunden und ihrem Schwarm. Kann man jemandem noch was Schlimmeres antun? Status-Update. Hilfsbereit. Aber unsere, warum sinkt unsere Ehrlichkeit bei allen? Verstehe ich nicht. Oh, da liegt wieder irgendwas. Was sind die Kameraeinstellungen so scheiße? Oh nein. Was ist das? Sams Armband. Und sie nimmt dieses Ding nie ab. Ich glaube, Sam ist tot. Müssen sie finden. Schnell. Ich glaube, Sam ist auch tot. Ich bin mal gespannt, ob überhaupt jemand überlebt hier. Falsche Zeitung. Das ist eine echt gute Frage. What the fuck? Ein Schabel mit einem Bericht über Blackwood Pines. Der Postmeldet deutet aber darauf hin, dass sie vor kurzem gedruckt wurden. Eine angekreuzte Birne gehört zu einem bestimmten Projektortyp. Wo hatten wir denn die Zeitung? Irgendwo. Nee. Da war die Zeitung. Ein alter wird da alles nicht auf einmal. Okay. Das ist die Zeitung. Strange.
Ein Fall für Galileo Mystery. Diese Partikel in der Luft nerven mich weißt ein bisschen. Nein. Ash. Nein, ich hab genug. Ich werde nicht noch tiefer reingehen in diesen Albtraum, Chris. Ashley, ich verstehe dich, okay? Ich hab wirklich auch echt Angst. Aber falls Sam da unten ganz allein mit einem Psycho ist und wir abhauen, dann könnten wir sie auch gleich selbst umbringen. Gott verdammt. Ashley, na los. Wieso hast du immer recht? Ich hab nicht immer recht. Tja, wo du recht hast, hast du recht. Ich will nicht recht haben. Ich will hier Nein. weg. Erst finden wir Sam. Gehen wir. Status-Update. Ich hoffe aber wirklich, dass wenigstens ein Teenie bei mir überlebt. Was? Okay. Chris, ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache hier. Oh, was küsst euch doch endlich. Es gibt eine Verbindung zwischen den falschen Zeitungen und dem Kerl, dem Killer von Josh. Wie denn? Wie ein Komplott oder sowas? Ja, aber ich meine, wie? Es ergibt fast einen Sinn, aber ich fürchte, dass wir irgendwas übersehen. Fall für Galileo Mystery. Oh, was ist das denn? TV Lights. Batterien und Timer. Batterien schaltet, die mit einem immer scheint damit Elektrogeräte per Pfannsteuerung kontrolliert zu haben. Geht's da noch irgendwo hin? Nee. Da kommen wir ja. Da? Ja, von da sind wir ja gekommen. Nichts mehr, was irgendwie. Okay, also müssen wir da lang. Können wir da lang? No, also können wir da lang. Ich irritiert nur, dass der Christ da so doof rumsteht. Dann liegt bestimmt noch irgendwas. Das sind Fliegen. Fliegen bedeuten Leichen. Alter. Guck mal ins Waschbecken. Oh shit. Das ist ja echt reizend. Haken und Ketten. Schlachthauszubehör, ja, das könnte es sein. Oh Mann. Glaubst du, all dieses Zeug ist seins? Wem es gehört sonst? Wenn die nicht irgendwelchen schrägen Hobbys gefrönt haben, dann ja, wahrscheinlich. Vor allem haben die jetzt ihre gesamten Kinder, alle drei Kinder verloren. Uah. Da hing irgendwas. Ach, noch ein Schwein. Okay. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Ekelhaft. Das ist nicht zum Essen da. Warum ist sowas hier? Das ist ja wie in einem Horrorfilm hier drin. Totes Schwein. Schweinegetaber der Decke hat, er wurde vor kurzem ausgeweitet. Irgendwas? Nee. Da ist noch was. Ja. Das sind wir. Fotos von Freunden. Fotos, die von einem Teleobjektiv aufgenommen wurden. Der Psychiater hat lange Zeit auf der Lauer gelegen.
Stalker. Ich meine, was ist das? Eine verdammte Todesliste? Gott. Liegt natürlich auch keine Waffe oder so rum, die sie sich noch nehmen könnten. Nein. Da haben wir noch eine Tür. Die geht aber wahrscheinlich nicht auf. Die geht doch auf. Überraschung. Ein Projektor. Kam er denn auf einmal her? Gott, echt, oh Gott, was hast du wirklich getan? Chris, das ist vom letzten Jahr. Ich bin ein kleines bisschen krank. Komm schon, wer hat das dumme Streich? das ist irgendwie unangenehm, oder? Sie ist hier. Das gibt's auch noch auf Video. Sie ist da so... So was? Sie ist so aufgeregt. Hier ist Hannah. Und lebendig. Hey, Hannah. Ja, da war sie noch lebendig. Keine Ahnung. Oh, scheiße. Oh mein Gott, wow. Du warst damals wirklich begeistert davon. Matt? Was macht ihr? Das ist grauenvoll. Ich fühle mich so mies. Scheint dir Spaß gemacht zu haben. Das ist doch das Schlimmste, oder nicht? Wir haben einfach nur Spaß gemacht. Es sollte doch lustig sein. Ja. Ich will dieses Video nie wieder sehen. Oh. Hannah. Mike. Oh. Oh, Chris. Was ist denn hier los? Ash, ganz ruhig, okay? Ich dachte, ich hätte Geister und die Videos und jetzt, jede Sekunde fliegt hier was runter. Hör mir doch einfach was? Mal zu. Komm runter? Wie soll ich das tun, Chris? Ich flippe gerade aus. Da zieht nur jemand seine Spielchen mit uns ab. Denk mal nach. Geister benutzen keine Kameras. Sie spielen keine Spielchen. Wer sollte es sonst gewesen sein? Ernsthaft? Sag mir das! Was weiß denn ich? Vielleicht derselbe wie eben im Schuppen. Vorhin mit Josh. Ja, klar. Derselbe Typ, der vielleicht auch Sam hat. Genau jetzt. Vielleicht hast du recht. Ich wünschte lieber nicht. Status-Update. Liegt da noch irgendwas rum? Ja, lass mich doch einfach mal alleine. Ist okay. Ist okay, Chris. Können wir mit leben. Besen, könnte man nochmal durchkehren. Na, geh raus. Gut, dann gehen wir mal da weiter. Da gibt's nix. Sieh dir das an. Blut? Vielleicht von Sam. Okay, mal sehen, ob ich das aufkriege. Ich hab's, aber verdammt, ist das Ding schwer. Vorsichtig. Jetzt komm schon durch, Ash. Ich kann sie nicht halten. Komm schon. Chris! Was? Ich glaube, ich hab Sam gesehen. Ash, bist du sicher? Ich weiß nicht, aber komm, wir sollten nachsehen. Also, wer immer hier auch blutet, ist hier durchgekommen, okay? Deshalb müssen wir uns beeilen. Los! Wenn das er gleich weggeschnappt wird. Chris folgen. Okay, du hast recht, ich komme. Oh, der Butterfly-Effekt. Zusammenbleiben. Okay. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, dass ich nicht mehr spreche. Na komm. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Ich kapier's nicht. Wozu braucht hier jemand eine Kühlanlage? Es ist eiskalt. Gott allein weiß, was bei denen im Kopf vorgeht, Ash. Gut, mein Lieben, das ist ganz schön gemein, ich weiß, aber 20 Minuten sind schon wieder um und morgen geht's weiter, da gibt es eine weitere Folge von Until Dawn. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, ciao.